Schönen guten Tag hier aus dem Europäischen Parlament. Die EU ist in der Krise. Viele sprechen von der tiefsten Krise seit Beginn des europäischen Einigungsprozesses vor mehr als einem halben Jahrhundert. Spätestens seit einer Woche ist überdies klar geworden, es geht in Europa nicht nur nach vorne, immer weiter in Richtung mehr Integration, sondern auch das Gegenteil ist möglich. Es können Staaten aus der EU und aus der Währungsunion offensichtlich ausgeschlossen werden. Das haben wir erlebt, als Deutschland und Frankreich vor einer Woche in Cannes den Griechen klar signalisierten, entweder ihr macht es so, wie wir wollen, oder ihr könnt gehen. Ist das das Europa, das wir wollen? Wie kann es überhaupt weitergehen in der EU vor dem Hintergrund der Verschuldungskrise? Und zum anderen, welches Europa schwebt der Linken vor? Wir beginnen das Gespräch mit dem Abgeordneten Jürgen Kluth aus Nordrhein-Westfalen. Er ist im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Parlaments. Und ebenfalls in der Runde mit ihm begrüße ich Andreas Botsch. Er ist als deutscher Gewerkschafter aktuell hier in Brüssel tätig und berät den Europäischen Gewerkschaftsbund, also den Dachverband der europäischen Gewerkschaftsorganisationen, in der aktuellen Krise. Und an den Kollegen Botsch möchte ich die erste Frage des heutigen Nachmittags stellen. Wie müsste Politik aussehen, Herr Botsch, die die Schuldenkrise löst, ohne gleichzeitig die Lasten bei jenen abzuladen, die für die Probleme, die uns alle quälen, überhaupt nichts können? Ja, schönen Dank, Herr Basen. Also ich glaube, wir haben es mit zwei verschiedenen Zeitschienen zu tun. Das eine ist die Lösung der Schuldenkrise. Das wird nicht heute, nicht morgen passieren, sondern da brauchen wir einen Horizont von 10, 15, möglicherweise 20 Jahren, damit es nicht so konjunkturschädlich läuft, wie es derzeit geplant ist. Dazu braucht es aber einen Kurswechsel in Europa, einen Kurswechsel in der europäischen Wirtschaftspolitik, der auf ein paar möglicherweise sehr einfachen Prinzipien beruhen müsste, zu dem gegenwärtig weder die deutsche noch die französische Regierung wirklich bereit sind. Welche wären das? Zum Ersten müsste man einmal aufhören, den Euro als Fremdwährung zu betrachten und zu begreifen, dass wir es mit einem einheitlichen Währungsraum zu tun haben. Wir haben einen einheitlichen Währungsraum in den USA, wir haben einen einheitlichen Währungsraum in der Bundesrepublik Deutschland und auch dort jeweils Regionen mit stark unterschiedlicher Wirtschaftsleistung. Wir kämen aber nie auf die Idee, das Leistungsbilanzdefizit von Mecklenburg-Vorpommern gegen den Leistungsbilanzüberschuss von Baden-Württemberg zu setzen. Das heißt, grob gesagt, wir haben es mit einem ähnlichen Problem auch innerhalb der Währungsunion zu tun. Und wir müssen wegkommen von der Vorstellung, dass wir europäische Probleme nationalstaatlich lösen können. Das wäre das einfache, aber zunächst sehr notwendige Prinzip dafür, dass man die Krise an der Wurzel packt. Darf ich Sie hier eben unterbrechen? Jürgen Kluth ist im Europäischen Parlament. Er hat also in begrenztem Maße es in der Hand, die europäische Politik zu gestalten. Was tun Sie hier, um sozusagen diesen Paradigmenwechsel, den Herr Botsch beschrieben hat, um den hinzukriegen? Naja, wir bemühen uns darum, in den im Wirtschaftsausschuss insbesondere, dem ich angehöre, im Rahmen der Finanzmarktregulierung diese Ideen einzubringen. Wir haben da durchaus gewisse Unterstützung, auch von anderen Parteien, eher aus dem linken Flügel. Aber es ist sehr schwierig. Die Mehrheit des Europäischen Parlaments setzt immer noch auf eine Sparpolitik. Wir setzen ganz klar dagegen und sagen, Sparen ist nicht ausreichend, ist sogar der falsche Weg. Da würde ich Herrn Botsch zustimmen. Das führt in eine Depression.
die Alternative dazu ist die Erhöhung von Einnahmen zunächst einmal. Nicht? Es sind in den letzten Jahren sehr oft Steuern gesenkt worden. Es ist ja in Deutschland im Augenblick wieder von Steuersenkungen seitens der FDP die Regel. Unsere Forderung dagegen ist zunächst mal, die Einnahmenseite zu erhöhen. Ein erster Schritt, der hier gemacht worden ist, ist die Debatte über die Finanztransaktionssteuer, die hoffentlich nicht scheitern wird an Großbritannien. Eine deutliche Mehrheit im Parlament hat sich dafür ausgesprochen. Da haben wir unseren Beitrag zu geleistet. Ein weiterer Schritt ist die Finanzmarktregulierung, an der hier gearbeitet wird. Entschuldigung, wenn ich nochmal eben da beim, sozusagen beim Sparen bzw. nicht sparen bleiben darf. Viele Menschen in der Bundesrepublik und anderswo, also vor allen Dingen in den Ländern, die sozusagen hier auf der Bremse stehen, denen ist es ja schwer zu vermitteln. Also die kriegen auf der einen Seite immer gesagt, ja, die Griechen sind unheimlich verschuldet, die Italiener leben in Saus und Braus, die Portugiesen kümmern sich überhaupt nicht um ihren Haushalt, denen ist das egal. Und jetzt kommen sie sozusagen und sagen, ja, wir müssen nicht so sehr aufs Sparen gucken, wir müssen im Gegenteil gucken, dass wir mehr Geld reinkriegen. Kann man das denn den Leuten so vermitteln? Was muss man denen sagen, um klarzumachen, ihr seid auf dem Holzweg, wenn ihr so auf die Portugiesen, Griechen und Italiener schaut? Naja, es gibt zwei, drei Aspekte dabei zu berücksichtigen. Das erste ist, dass nachweislich die überhöhte Staatsverschuldung, wenn man das so nennen will, entstanden ist infolge der Finanzkrise, der Bankenkrise. Die Staaten haben in Europa reagiert mit Konjunkturprogrammen, in Deutschland mit der Abwrackprämie zum Beispiel. Das alles hat Geld gekostet und das hat die Verschuldung nach oben getrieben. Wenn Sie wollen, sind die privaten Schulden der Banken, also Schulden aus dem Privatsektor, in öffentliche Schulden umgewandelt worden. Das hat man sinnvollerweise so gemacht, um die Wirtschaft nicht abstürzen zu lassen. Nun muss man aber den Umkehrschluss daraus ziehen und sagen, man darf nicht die Sozialleistungen kürzen, sondern man muss die Leute, die verantwortlich oder hauptverantwortlich sind für die Krise, beteiligen an der Finanzierung der Krise, indem man zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer einführt, um den Finanzsektor zu beteiligen. Das ist aber nicht Verschulden der Staaten. Das ist weder das Verschulden der portugiesischen Regierung noch der griechischen Regierung noch sonst irgendeiner Regierung. Die Bundesregierung und so auch die französische Regierung jetzt nimmt ja diesen Gedanken, den Sie formulieren, auf und war zum Beispiel, hat jetzt darauf bestanden, dass der private Sektor an den Lasten der Hilfen für Griechenland beteiligt wird. Ist das korrekt so? Ist das in Ihren Augen der richtige Weg? Oder? Das ist durchaus ein richtiger Weg und wir haben dafür heftig kämpfen müssen im Europäischen Parlament. Wir haben dort mehrere Anläufe genommen seit Beginn dieser Legislaturperiode und haben uns nun mittlerweile damit durchgesetzt. Das ist, denke ich, ein Erfolg, wenn auch erstmal nur ein kleiner Erfolg, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist ein Erfolg des Europäischen Parlaments, dass diese Form der Besteuerung nun in der Debatte ist und dass auch ein konkreter Gesetzesvorschlag von der Kommission dazu vorgelegt worden ist, der jetzt in Bearbeitung kommt. Herr Botsch, Sie sehen die Arbeit des Parlaments von außen. Sie setzen möglicherweise auch Ihre Hoffnung auf das Parlament. Wie würden Sie die Arbeit der Parlamentarier mit Blick auf die Ziele, die Sie eigentlich erreichen wollen, beurteilen? Also wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament anschaut, dann müsste man zunächst mal als fortschrittlicher Mensch oder Gewerkschafter verzweifeln. Aber in der Tat haben wir es mit einer anderen Konstellation auf europäischer Ebene zu tun. Es gelingt sehr häufig, einen überfraktionellen Konsens zu finden, der politisch links von der Mitte und sicher links von der formalen Zusammensetzung des Parlaments angesiedelt ist. Von daher ist das Parlament für uns ein sehr wichtiger Ansprechpartner für uns Gewerkschaften. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt von Jürgen Klute zurückkommen. Er hat ja völlig recht. Wir haben in Deutschland gesehen in den Jahren 2002 bis 2005, dass man sich nicht aus einer Krise heraussparen kann. Wir haben in Griechenland, Portugal und jetzt in Zukunft Italien Sparprogramme, die nicht dazu führen werden, dass die Schulden Stände der Länder sich verringern, sondern im Gegenteil, die Schuldenstände werden sich erhöhen. Warum? Weil ganz einfach, wenn man nur auf Ausgabenkürzung setzt, auch die Einnahmen entsprechend einbrechen und das ist eine sich selbst verstärkende Spirale nach unten. Wir brauchen deshalb dringend ein
europäisches Investitionsprogramm oder das, was in der Politik auch Marshallplan für den Süden oder die Peripherie Europas genannt wird. Dieser muss natürlich irgendwie finanziert werden. Und da hat Jürgen Klute auch recht, der Hinweis, dass wir dringend eine Finanztransaktionssteuer brauchen, entweder für die ganze EU oder zunächst für die Eurozone, wird mit geschätzten Einnahmen von 55 Milliarden etwas dazu beitragen können. Das ist aber nicht genug. Das ist nicht genug. Wir brauchen kurzfristig zwei weitere Instrumente. Wir müssen die Spekulation gegen die Staatsschulden von Krisenländern stoppen. Das geht zum Beispiel dadurch, dass man endlich sich dessen besinnt, was Volkswirtschaften wie die USA, Großbritannien oder Japan längst haben, nämlich einen Lender of Last Resort. Die EZB kauft zwar Die EZB kauft zwar verstärkt jetzt auch Staatsanleihen Italiens auf, aber sie tut es eigentlich nicht in einer Art und Weise, dass die Spekulation auf noch höher zu erzielende Renditen auf italienische Staatsschuldtitel gestoppt würde. Sie müsste einfach nur einmal und glaubwürdig für immer erklären, was immer passiert, wir werden kein Euro-Land zugrunde gehen lassen. Da ist ja das Gegenteil der Fall. Man hat ja gerade offen erklärt, Euro-Länder können auch gehen. Richtig. Das Zweite ist, wir müssen, und das ist nicht kurzfristig zu lösen, sondern eher mittelfristig und längerfristig, wir müssen dazu kommen, ein Investitionsprogramm ähnlich dem Volumen des Nachkriegs-Marshallplans zu entwickeln. Der Bedarf dafür ist da. Im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der Elektromobilität, vor allem aber auch in der Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur der Krisenländer, damit sie die Kapazität entwickeln, aus der Krise herauszukommen. Das kann man machen. Entschuldigung. Wenn ich es unterbrechen darf, die Bundesregierung ist dafür gelobt worden, dass sie unmittelbar nach Ausbruch der Krise sehr besonnen reagiert hat. Jürgen Klute hat das Abwrackprogramm schon erwähnt. Es hat die Kurzarbeiterhilfen gegeben. Also man hat die Unternehmen ermutigt, nicht zu entlassen, sondern mit öffentlichen Mitteln geförderte Kurzarbeit machen zu lassen. Warum wehrt sich die Bundesregierung jetzt als einer der Protagonisten in Europa dagegen, ein solches Programm auch auf der europäischen Ebene zu starten? Naja, die Antwort ist erstmal ein bisschen spekulativ. Nicht? Sie sagt es ja nicht deutlich, aber man kann es nur ableiten. Ein Problem ist sicherlich, dass damit also europäische Haushaltsfragen berührt sind. Und man müsste den Haushalt schlicht und ergreifend erhöhen, um das finanzieren zu können. Wege sind ja benannt worden, aber das setzt voraus, dass mitunter auch Teile der Verträge geändert werden. Das kann man nicht so ohne weiteres von heute auf morgen machen. Und offensichtlich hat die Bundesregierung kein Interesse daran, in dieser Form eine europäische Sozialpolitik anzustoßen. Denn die Sozialpolitik ist bisher nicht Thema der Europäischen Union. Das würde also einen Paradigmenwechsel der Europäischen Union bedeuten. Zum anderen habe ich den Eindruck, dass die Bundesregierung sehr darauf fixiert ist, den Bankensektor zu schützen. Mit der Politik schützt sie ja nicht mal die Realwirtschaft, denn die Realwirtschaft wird ja durch die Austeritätspolitik zumindest längerfristig auch negativ betroffen sein, wenn andere Länder, die jetzt als Exportländer, als Exportwirtschaften der Bundesrepublik dienen, wenn die eben die Mittel nicht mehr zur Verfügung haben, weder im öffentlichen noch im privaten Bereich, um deutsche Produkte zu kaufen, wird das natürlich auch zurückschlagen auf den deutschen Markt. Das heißt, der deutschen Wirtschaft wird es mittel- und langfristig nicht nutzen, aber den deutschen Banken scheint es offensichtlich zu nutzen. Die scheinen geschützt zu werden. Darf ich da mal gerade einhaken? Bitte schön, ja. Es ist ja richtig, es werden die Banken geschützt, aber die Banken sind ja im Wesentlichen nur Intermediäre. Was hinter den Banken steckt, sind die Anleger und vor allem die Wohlhabenden unserer Gesellschaften. Es werden im Wesentlichen die geschützt. Deswegen sagen wir auch auf Gewerkschaftsseite, mittelfristig brauchen wir ein Investitionsprogramm, das durch einen europäischen Investitionsfonds finanziert werden könnte.
der möglicherweise auch durch so etwas wie eine Vermögensanleihe 0% verzinst auf Vermögen ab einer halben oder einer Million Euro Vermögen finanziert werden könnte. Wenn man mit einem solchen Fonds etwa 200, 300 Milliarden hereinbekäme, ihn möglicherweise ebenso hebeln würde, wie das derzeit beim EFSF diskutiert wird. Wobei ja die Realvermögen dann auch das Kollateral darstellen würden, dann hätten wir ein gigantisches Investitionsvolumen, das wir über die nächsten 20 Jahre einsetzen können. Dieses Geld darf nicht in die Staatshaushalte, sondern es muss in einen gesonderten Fonds, aus dem dann diese Entwicklungsbereiche, die ich eben skizziert habe, erneuerbare Energien, die sind im Süden Europas, im Norden Europas, die müssen transportiert werden in das Zentrum und in den Osten. Sie müssen gelagert werden, also damit lösen wir Probleme auch der Speicherung von Energie. Und wie gesagt, die Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur, damit dieser Prozess des sich kaputtsparens und des im Wettbewerb ständig Unterliegens gestoppt wird und umgekehrt wird. Jürgen Klute, für wie realistisch halten Sie das, dass sich die Europäer auf so einen Fonds, der ja ganz logisch klingt, einigen können? Also für ganz aussichtslos halte ich das nicht. Das wird sicherlich ein bisschen Zeit noch dauern, bis sich diese Idee durchgesetzt hat. Aber im Ansatz gibt es natürlich durchaus solche Sachen bereits über die Europäische Investitionsbank. Das ist in einer Weise noch dort organisiert, wo wir sagen würden, das ist noch deutlich verbesserungsbedürftig. Vor allen Dingen ist das noch deutlich auszuweiten, dieser Fonds. Aber das ist ein Ansatz und ich kann mir schon vorstellen, je stärker die Krise wird, es sind ja auch mittlerweile andere Parteien, die erkennen und merken, dass diese Sparpolitik letztendlich in den Abgrund führt. Und das setzt sich ja ein langsamer, vorsichtiger, zumindest im Parlament, bei den Parteien links der Mitte, die Vorstellung durch, dass hier etwas geändert werden muss. Und insofern halte ich das schon für denkbar, dass in einer mittelfristigen Phase sich ein solcher Fonds etablieren lässt. Die Frage ist nur, ob das noch rechtzeitig ist. Ne? Das ist eine ganz andere Frage, denn wenn man schaut, was also heute in Italien passiert ist, dann deutet das auf eine Geschwindigkeit der Krisenentwicklung hin, die kaum aufgefangen werden kann durch das, was also an Zeit gebraucht wird, um die Alternativen zu entwickeln. Das macht mir eher Sorgen. Die konkreteste Einnahmequelle, die man sozusagen ausnutzen kann, scheint im Moment die sogenannte Finanztransaktionssteuer zu sein. Gestern haben die Finanzminister getagt, da war das auch wieder Thema. Ist man da irgendwie weitergekommen? Wie schätzen Sie die Chancen ein? Also ich denke mal, es gibt überhaupt keine Alternative dazu. Das Parlament hat eine sehr klare Haltung dazu und sagt, das muss jetzt kommen. Aber die politische Realisierung? Die politische Realisierung, es hängt im Augenblick an der britischen Regierung. Und die britische Regierung wird von allen möglichen Seiten unter Druck gesetzt. Auch im Rat scheint es eine Mehrheit zu geben. Nur der Punkt ist, dass es eine Einstimmigkeit braucht. Also wenn ein einziges Mitglied von 27 Ratsmitgliedern Nein sagt, dann kommt sie nicht zustande. Insofern hängt es im Wesentlichen an Großbritannien. Und was wir versuchen, ist natürlich von allen Seiten entsprechend Druck auszuüben auf die britische Regierung, dem nun doch zuzustimmen. Theoretisch möglich wäre, ohne die Briten, nur mit der Eurozone. Also die 17 Länder, die den Euro eingeführt haben, könnten sich auch auf diese Steuer einigen. Halten Sie das für okay oder ist das zu wenig? Es ist sicherlich im Grundsatz erstmal zu wenig, aber als Einstieg, wenn es anders nicht geht, denke ich, unumgänglich. Ich glaube, wir brauchen diesen Einstieg sogar, denn wir werden weder die Briten noch die Schweden noch die Tschechen, es sind drei harte Gegner. Dann haben wir es noch mit einer Reihe von Ländern zu tun, die gestern im ECOFIN-Rat erklärt haben, sie seien nicht ganz abgeneigt, aber doch lieber auf der Weltebene, was ja dann im Wesentlichen nichts anderes heißt als lasst uns erstmal abwarten. Also da finde ich, in diesem Punkt finde ich die Position der Bundesregierung sehr überzeugend und sehr konsequent. Sie haben erklärt, sie wollen es auf G20-Ebene probieren. Die G20 hat sich kaum dazu geäußert, aber auch nicht negativ.
Gestern ist zum ersten Mal der Kommissionsvorschlag im Rat behandelt worden. Wir wussten etwa vorher, wie die Positionen oder die Frontlinien verlaufen. Wenn wir es in der Eurozone machen, dann hieße das nicht, dass der Hauptumschlagplatz London davon völlig ausgenommen wäre, wenn wir nämlich genau das in der Eurozone machen, was die Kommission für die gesamte EU vorgeschlagen hat, nämlich das Territorialprinzip. Es ist ja nicht so, dass alle Transaktionen an der City nur aus dem Vereinigten Königreich kämen, sondern der Großteil kommt von außerhalb. Und in dem Moment, wo ein Euroland betroffen ist, und da rührt die große Masse der Transaktionen auch in der City her, würden wir sogar einen Großteil der Transaktionen in der City erfassen. Also ich denke, wenn man in der Eurozone anfängt, werden wir andere Länder, die jetzt noch Bedenken haben, auch möglicherweise später an Bord bekommen. Mit diesem relativ hoffnungsfrohen, in der ganzen Krise jedenfalls relativ hoffnungsfrohen Statement möchte ich die erste Runde beenden. Ich bedanke mich bei Jürgen Klute von den Linken und bei Andreas Bott, als deutscher Gewerkschafter tätig im Europäischen Gewerkschaftsbund als Krisenberater. Für den Moment besten Dank.